Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier im ehemaligen neuen Lager vom Minental, wo einst die Banditen und Söldner dieser Gegend hausten, und nun hat sich hier ein Eisdrache niedergelassen und das ganze Gebiet in Eis gehüllt. Komm nur her. Ja, ist schon gut. Und ja, wir haben auch im letzten Part einen alten Bekannten wieder getroffen. Aus unserer Sicht kein Sympath, aber immerhin, ja, ein Mitglied unserer Drachenjäger-Gemeinschaft. Komm da her, du Kackwolf. Bäm, Brack, jawoll. Nämlich keinen geringeren als wie Silvio und Burko. Na, würdest du jetzt bitte sterben? Perfekt. Und ja, seht, also wer den Einserteil kennt, wird sich gerade denken, oh mein Gott, so viel Schnee, so viel Eis. Da war früher hier ein Teich, hier drüben haben die Reisanbauer quasi gewohnt. Und jetzt ist hier alles voll mit Viecher, Irrlichtern, Eisgolems und natürlich auch einem Eisdrachen, der Chef dieser Region. Ja, diesen besagten Eisdrachen möchte ich heute besuchen gehen und nach Möglichkeit ihm auch die Lebenslichter ausblasen. So, dafür müssen wir vorher noch, müssen nicht, aber es wäre halt gut für unsere Erfahrungspunkte. Wir haben hier erstmal die Gegend ein bisschen reinigen. Ganz näher. Ja, Shanga, jawohl. So, weggemetzelt. Also wir werden hier jetzt erstmal ein bisschen aufräumen und einen Haufen Erfahrungspunkte sammeln. Auch der Eisgolem da oben wird das zeitliche bald segnen. Komm, wir sterben. Passt. Und auch der Eisgolem da oben, mal speichern ein bisschen, das lief gerade sehr gut. Da würde ich jetzt weinen müssen, wenn wir, also wenn ich das jetzt verhau. So. Na los, lauf dahin. Ja, dann stecken wir halt das mal ein. Ja, geht schon besser. Ja, ein bisschen besser. Dann hoffe ich mal, dass dieser blöde Eisgolem uns jetzt nicht einfriert. Ist da drüben noch einer? Nein, das ist ein Wolf. Und hier liegen auch scheinbar ein paar Spruchrollen herum. Komm, wir sterben. Ganz schnell, bitte. Ja, jawohl. Lief super. Bei der Gelegenheit habe ich es auch gleich gewagt, Ex-Menschen zu pullen. Ja, wir sterben. Schneller, schneller, schneller. Sterben. Ja, ja. Ist klar, dass die Tabelle rumspinnen, ne? Katschanga. Ja, und du bist auch dran. Komm. Jawohl. Perfekt. Da hat sich gleich die Waffe... Ach so. Jetzt habe ich gedacht, das hat. Jetzt habe ich gedacht, der hat die Waffe gleich mal weggeschmissen. Das hat gerade so komisch ausgeschaut. Die können wir aber nicht führen, oder? 8 zu wenig, 100 Schaden. Achso, das Rapier war das. Orkisches Kriegsschwert. Was haben wir da bekommen? Einmal irgend so ein Runenmacht. Genau die da. 33 Stärkepunkte zu wenig. Freilich. So, nein, nein, die Klaue Belias tut schon ihre Dienste. Ich glaube, die können wir so lassen, wie sie ist. Gut, was nehme ich denn zum Heilen? Zaubersprüchlein oder so werden wir wahrscheinlich eher nicht haben, fürchte ich. Nein, leider nicht. Das heißt, ich muss mir damit Tränke vorlieb nehmen. Oder mir ein Plätzchen zum Schlafen suchen, das hier also momentan nicht vorhanden ist. Nee, nee. Also saufen wir uns wieder einen an. Das können wir ja am besten. Und einmal gepflegt speichern. So, ja. So, den Eisgolem wieder ein bisschen ausweichen. Ich hoffe, er friert mich nicht ein, weil sonst ist wieder kaputto. Steck ein, dein Zauber. Nein! Ich habe zu... viel geleckt. Das ist halt das
könnte, ja. Das ist halt ein bisschen ein Wermutstropfen, sag ich mal. Ist halt ein bisschen kacke, was soll man machen? Schön ausweichen. Perfekt. Ja, spüre den Zorn Belias, ne? Kann man dazu sagen. Wow, was liegt hier denn für Ramsch rum? Ein Trank? Heilwurzeln, was ich da so sehe. Ich glaube Feuerwurzeln auch. Sehr schön. So, perfekt. Weg ist er. Kackwolf. Gibt wieder ordentlich Gold für uns. So, einen Trank. Da, aha, Blaufleder war das. Okay. Und Heilkraut. Perfekt. Ich freue mich schon, wenn wir zu Sagitta gehen und bei ihr dann anfangen, Alchemie zu lernen. Also die Rezepte. Das wird ein Heidenspaß, glaube ich. Erfahrungspunktemäßig, mal ein kleiner Zwischenstopp, 79 Lernpunkte. Ich meine, da können wir ordentlich was lernen. Was bist du davon? Ach so, ein Eiswölfchen. Eiswolf gibt es hier? Ja. Ja, das passt schon mal. Aha, da vorne ist wieder ein Eisgolem. Okay. Zuerst den Wolf, dann den Golem. Dann werden wir da den Hügel raufhatschen. Da ist auch ein Golem. Nein, da sind noch zwei Wölfe da drüben. Boah, ey. So viele Viecher, ne? Perfekt. Der hat wieder schön brav das Zeitliche gesegnet. Das ist uns glatt ein Speichern wert. Dann bist du dran, Meister. Ja, der zückt jetzt gleich seinen Zauber. Fliegt mich nicht rein, perfekt. Alter Schwede. Die Klaue ist so geil, ne? Also, ich finde sie halt supi. Supi, supi. Naja, kommt her, ihr Scheißviecher. Ka-Changa. Und du auch. Weg mit dir. Oh, Ruck, jawohl. Bäm, tschak, brack. Und aus ist mit dir. Her mit deinem Fell. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ne, dass Wolfsfleisch gut schmecken soll. Ich meine, ein Wolf besteht doch auch aus Muskeln eigentlich hauptsächlich, oder? Und ich weiß nicht, ob man das gut essen kann. Ich weiß, wir befinden uns hier in einer Ausnahmesituation, sage ich mal. Da wird gefressen, was sich fressen lässt, aber trotzdem. Keine Ahnung. Komm her, du Bastard. Perfekt. Katschanga. Jawohl. Her mit deinem Herz. Ah, da haben wir eine Truhe. Schön. Was ist denn hier wohl versteckt? So, Weidenbeere und Snapperkraut. Ach so, warte. So, 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 so. Ah, verdammt. Und jetzt? Und jetzt? Jawohl, passt. Wow, zwei Dietriche. Sehr gut. Genau die zwei, die wir gerade verbraten haben. Passt. So, das ist gerade ein Speichern wieder wert. So. Dann schauen wir da kurz aufs Dach rauf. Ah, hopp. Okay, geben tut es da nichts. Passt, können wir runter hüpfen. Da drüben haben wir zwei Echsenmenschen. Die werden jetzt auch das Zeitliche segnen. Und da drinnen haust er. Der Eisenfrostdrache. Na, kommt's denn her? Bagage. Perfekt. Du brauchst mich nicht schlagen, du Mistviech. Perfekt. Nichts zu So. plündern. Nichts zu holen. Bevor wir zum Eisdrachen, also bevor wir gegen ihn kämpfen, müssen wir noch die zwei Burschen, Silvio und Burko, holen, weil ich bilde mir ein, sie kämpfen mit uns mit. Ich weiß jetzt aber nur nicht, ob sie uns als Helferlein dienen oder ob sie uns dann die Punkte klauen würden, also die Erfahrungspunkte halt, ne? Ah, darum haben wir auch noch zwei. Och nein, bitte nicht zwei.
2 ist wieder schlecht. Ah, 2 ist ganz schlecht. Ha, ha, ha. 2 ist ganz, ganz schlecht. Ich habe 3 Golem erwecken. Schau mal, ob es was hilft. Darauf bitte. Vielleicht hilft's ja. Den einen geht das schon mal an. Bäm. Ich glaube, ich habe Glück. Schau mal, schau mal. Bäm, tschak, brack. Komm. Bitte. Und du auch, stirb weg. Jawohl. Alter Schwede, das lief super. Das lief super. Perfekt. Genau das, sowas wollte ich erreichen. Nichts zu plündern. Ja, bei dir geht nichts zum Holen, okay. So, was haben wir denn hier? Schlachtaxt. Eine Rune, oha. Und ein Lederbeutel. Was ist denn das für eine Rune, bitteschön? Eine Heilrune vielleicht, die wir mal benutzen können. Mittlere Wunden heilen. Angst, Licht. Skelettgoblin erschaffen. Hm. Ich fürchte nichts, was wir brauchen können. Schade. Schade. Überall brauchst du einen depperten Kreis, ne? Naja, was soll's. Wie schaut's denn erfahrungspunktemäßig aus? Oh ja, bald wieder Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Könnte sich vielleicht mit dem Drachen ausgehen. Schauen wir mal. Oh, boy, das sind noch Viecher, ne? Wartet mal, wartet mal. Da muss ich mich wieder heilen. So. Ja, freilich. Wie viele Wölfe gibt's denn da noch? Das ist ein ordentliches Rudel Wölfe, wirklich wahr. So. Bist du gescheit. Kommt's her, ihr Schweinsviecher. Ah, da hat man kurz gesehen, den Drachen. Boah. Katschanga. Komm. Katschanga. Der erste ist weg. Komm, Katschanga. Mach Katschanga. Mach Katschanga. Perfekt. Katschanga. Noch mehr Katschanga. Komm, bring ihn um. Die bringen mich ja noch um. Komm. Hau weg die Scheiße. Nein, das bin ich tot. Jawohl. Ja, super, ne? Ach, ist das wieder. Übel ist das. Übel. Aber das muss ja irgendwie gehen. Hallo, Kackviecher. Kommt's näher. Blöde Drecksviecher. Können wir vielleicht ein Stück zurückgehen, dass nicht alle auf einmal kommen. Ein bisschen Zeit lassen. Komm, mach Katschanga. Geht ja. Perfekt. So, komm her, Scheißviech. Katschanga. Perfekt. Wir sterben. Passt. Und Katschanga. Bäm. Jawohl. Ja, ja. Du kannst derweil da in der Ecke herumlaufen. Das ist mir wurscht. Jetzt wird zuerst einmal ordentlich gelootet. Das bist du dran. Bist Viech. Perfekt. Und jetzt der Rest von euch. Ist eh nur einer. Katschanga. Komm, mach hinne. Geh sterben. Bist Viech. Perfekt. Holla die Waldfee. Wieder schön speichern. Dann werden wir da oben zuerst die Gegner pullen. Aber schaut der nicht cool aus, der Eisdrache ist so schön weiß. Komm, hallo. Komm her.
Idiot. Perfekt. Ja, und da, wo wir jetzt sind, da waren ein bis... Wup, 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 Stufe aufgestiegen. Da, wo wir jetzt sind, waren einst die Söldner und die Wassermagier zu Hause. Ja, einst. Vor ein paar Monaten, um genau zu sein. Ja, perfekt. Der erste ist schon mal abgenippelt. Bam, Chanka. Und zack, brack, boom. Der zweite auch. Und der dritte folgt auch gleich. Perfekt. Komm her, du dummer Eiswolf. Wir sterben. Perfekt. Und du auch. Komm, mach hin. Jawohl. Und. Komm. Perfekto. Sehr, sehr gut. Allesamt besiegt. Jetzt kommt mir gerade ein besonderer Gedanke. War ich denn in der Burg? Habe ich das Auge Innos aufgeladen? War ich so schlau? Ich hoffe schon. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das können wir schon mal machen. Wir können schon mal uns umrüsten. Zum einen hier, dann natürlich die Ringe gehören weg. Da gehört wieder Feuerschutz. Einmal, zweimal, genauso wie hier. So, das passt hier schon mal. Dann müssen wir... Ich glaube, wir müssen zu Silvio und Burko zurück. Ich werde hier auf jeden Fall mal speichern für den Fall, dass der Weg komplett umsonst war. Und ich muss mal auf die Uhr schauen. Ja, das, ja. Mit einem Sprinttrank müsste es noch ausgehen, dass wir die zwei Pfosten holen können. So. Prost und geht schon. Gesäubert haben wir hier alles. Die Erfahrungspunkte haben wir schön mitkassiert. Das passt. Jetzt müssen wir noch runterhatschen, die zwei Deppen holen. Eine Mütze voll Schlaf wäre auch nicht schlecht gewesen, um ganz ehrlich zu sein. Ich hoffe, das geht, wenn ich mich jetzt unten hinlege. Oder wartet, zuerst die Burschen holen? Nein, nein. Ich lege mich mal, wow, ich lege mich mal kurz hin. Ich hoffe, der Trank hält dann noch. So, gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen pennen. Aber ich glaube, der Trank ist schon verflogen, ne? Ach nein, nein, der geht schon noch. Sehr gut. So, wow. Das ist mal ein Sprung gewesen. Wow. Gerade so, dass man sich nicht das Genick bricht, ne? Dam-di-da, dam-di-da, dam-di-da. Dam-di-da, dam-di-da. So, ich mache einen Reservespielstand. So. Hallo. Was jetzt? Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Erst will ich mein Geld sehen. Erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Ich mache nicht die Drecksarbeit für dich. Hast du Angst? Hast du Angst? Fang Hast mal. Du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn. Jetzt lauf. Von mir aus. Drecksarbeit nicht für dich? Schau mal Ich das. Mach nicht die Drecksarbeit für dich. Feigling. Mann, ey. Können wir nochmal quatschen? Ich dachte, du wolltest das die ich Eisregion. Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Geh ruhig schon vor. Ich komm dann schon. Und du? Ja. Habe ich jetzt was verhaut? Scheinbar muss ich doch den Drachen allein besiegen. Ich möchte das gerne mal probieren. Ja, hat hingehauen. Sehr schön. Na passt, dann gehen wir wieder rauf, ne? Super, echt. Das war wieder schöne Zeitverschwendung. Gratuliere. Naja, was soll's. Dann wären wir halt im nächsten Part. Ich meine, ich könnte noch probieren, den Drachen umzuhauen. Vielleicht geht es ja auch so klasse wie beim letzten Mal mit zwei Golems. Könnte es vielleicht was werden, dann haben wir zwar wieder ein bisschen Überlänge. Aber der Drache wäre hiermit dann erledigt. Und wir bräuchten im nächsten Part nur noch das Minental säubern, so gut es geht.
Also hier haben wir noch ein paar Drachensnapper zum Töten und so weiter und so fort. Also ich denke mal, schauen wir mal. Immer dieses schauen wir mal. Ich weiß nicht, warum ich mir das angewöhnt habe. Ich bring's jetzt auch so schnell nicht weg. Tut mir wirklich leid. So, das heißt, wir speichern mal. Und wir wagen einen Kampf. Warte. Ja, da schnauft er schon. Haben wir noch die Golems ausgerüstet? Weil einen muss ich beschwören. Ja, das werden wir auch gleich so machen. Und dann werden wir gleich mal mit ihm quatschen. Tere, servus. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Ach so, und wer bist du? Wer bist du? Ich bin Finkreg. Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Ach, da schau mal. Welchem Gott dient ihr denn? Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Na super. Wo kann ich euren Meister finden? Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorath errichtet. Und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und. Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorath finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorath kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Na toll. Die Kraft des Auges ist erloschen Ja. und deine Zeit ist nun abgelaufen. Wahrscheinlich, ja. Aber zuerst mal der erste Golem. Au. Und schon die erste Watschen gekriegt, jawohl. Der zweite Golem. Und auf geht's. Komm, Klaue. Walte deines Amtes. Moment. Ist ein Golem schon umgebracht worden? Keine Zeit, Alter, wie stark ist denn der? Schau mal. Wo ist mein zweiter Golem? Oh Gott, ist der stark. Okay, ich glaube, da habe ich keine Meter. Scheiße. Da ist sogar meine Waffe zu schwach. Alter, da kriege ich nur aufs Maul. Und ich hab. Boah, ey. Das ist. Der ist hart. Der ist richtig hart. Der ist richtig hart. Warte. Wow. Also da muss ich mir im nächsten Part was einfallen lassen. Ich wollte es nur mal antesten. Da macht nicht mal die Klaue gescheit Schaden. Geschweige denn die Golems. Auweia. Also, puh.
Ohne gute Hilfe werde ich da jetzt gerade nicht weit kommen, fürchte ich. Da, okay. Da werde ich müssen eine Kombination aus Golems und Goblin-Skeletten versuchen zu wagen. Und haben wir vielleicht Monster-Schrumpfen oder so irgendwas dabei? Ich schaue das nochmal ganz kurz, aber ich glaube nicht, ne? Boah, das ist echt schlimm. Aber ein Problem für den nächsten Part. Denn der heutige ist vorbei. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!